Wie? Du hast noch nicht abgestimmt? Dann wird's ja jetzt höchste Zeit. Ich klicke oben rechts aus i und komme zum Video, wo ich alles über die Abstimmung erzähle und noch viel mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains World Transit, Rapid Transit. Heute fahren wir nordwärts, heißt wir fahren von Bitterfeld aus zum nördlichsten Punkt von Dessau Hauptbahnhof. Nordwärts. Ah ja, hier sieht auch schön aus. Willkommen im Bahnhof von Bitterfeld. Sie werden an alle unterwegs Bahnhöfen halten und bis zu Ihrer nördlichen Endhaltestelle Dessau Hauptbahnhof fahren. Dann setzen wir uns da mal gleich hin. Wichtig ist ja schon mal getätigt und ab nach vorne. Wahrscheinlich sollte ich mich ein bisschen beeilen, weil wir bestimmt los müssen, beziehungsweise wir müssen nochmal die Türen öffnen. Türen öffnen. Jetzt wahrscheinlich auch selbstverständlich auch auf der richtigen Seite, das ist ja ganz wichtig. Schön mit der Skybox. Guck mal, zwar so ein bisschen 2D-mäßig drüber, so gerade irgendwie die Wolken. Mit so einem, ja, einer leichten Andeutung von 3D. Aber gut. Das kann ja auch nur gerade momentan so sein. Den wollen wir mal schauen. Na, da fällt mir ein, ich sollte sowieso ein bisschen häufiger an den Bahnhöfen rumgucken. Bis 15 nach warten. Das heißt, ich kann auch mal ein bisschen mich hier so umschauen. Vielleicht liegt hier ja was. Man weiß es ja nicht. Wahrscheinlich, so wie ich meine, du kennst ja nicht auf unserem Bahnsteig. Was natürlich fies sind, die sind diese komischen. Okay, da haben wir schon mal eine Schaufel. Was natürlich fies sind, ist, sind diese Hütchen, weil zumindest als ich das erste Hütchen gefunden habe, habe ich es mehr oder weniger per Zufall gefunden. Also ich wusste, dass es irgendwo dort ist, weil Lavan das halt auch dort gefunden hat. Und gesagt hat, dass halt dort eins ist. Aber ich persönlich hätte es jetzt. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es halt nur quasi aufgedeckt, als ich dagegen gelaufen bin, gegen etwas, was nicht da war. So. Warten wir mal bis 17:15 Uhr. Auf nach Greppin. Zeigen wir nochmal Zeit. Wirklich weit ist es ja nicht, glaube ich. Also, ne, sind nur knapp 3 Kilometer, die wir brauchen, bis wir dort sind. Aber erstmal mehr Geschwindigkeitsbegrenzung. Denn wir müssen natürlich auf ein anderes Gleis. Denn es herrscht ein mehr oder weniger Rechtsverbot. Und jetzt geht das weiter. Okay, wenn einem Kilometer müssen wir sowieso wieder runter, weil wir wieder Gleiswechsel haben, offenbar. Ist ja auch nervig, da können wir ja kaum Gas geben.
Nun gut. Ist dann. Ach ja, gut, weil wegen neuer Weiche. Verständlich. Dann sind wir schon gleich beim Krippin. Ist ja nicht mehr so weit. Ich könnte vielleicht. Sind wir schon auf. Okay, wir sind auf Kennlichter. Ich mach mal einen gedimmten Lichtstrahl. Passt das? Ja. Sehr langsam. Dunkler. Oh Gott. Gar nicht wirklich mitbekommen, dass der Bahnhof verschwunden ist. Keine wirklich perfekte Punktlandung, aber wenigstens noch im Bahnhof. Türen öffnen. Und auch hier schauen wir uns einfach mal auf dem Bahnhof, auf dem Bahnhof, sag ich schon, auf dem Bahnsteig, um, ob hier vielleicht nicht irgendwas zufälligerweise doch rumliegt. Ah, schade, dass man hier nicht weiter raus kann. Schnell rein. Türen verriegeln. Und eine halbe Minute warten. Läuft. Ehrlich. Ist auch alles schön grün. Bis jetzt. Von den Signalen her. Kommen. Dann warten wir noch eine halbe Minute länger. Können wir doch nichts. Gut, dann ist das schon wieder hier so. Warum sind denn jetzt die Türen wieder offen? Das war ja jetzt auch wieder interessant, ne? Türen waren wieder verriegelt. Oder auch nicht. Eieieiei. Okay, jetzt haben wir es halt verloren. Das war jetzt interessant. Das muss ich mir nochmal anschauen.
Faszinierend. Gut, ein bisschen Zeit kriegen wir jetzt noch ein bisschen raus, aber. Wird noch am Ende vielleicht schwierig. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, ob wir damit klarkommen, die letzte, ob wir die Zeit noch aufholen können. Gestern habe ich doch so gut immer gebremst. Verstehe ich auch gar nicht. Warum es jetzt nicht so ganz der Fall ist. Gut, zeitlich sind wir noch drin in der Zeit. Wolfen schaffen wir noch rechtzeitig zu halten. Habe ich jetzt nicht mehr ganz damit gerechnet. Ah, fast sogar eine Punktlandung. Gucken wir sie trotzdem einmal um. Auch wenn ich es gerade nicht mehr machen wollte. Zumindest halt so im Kopf. Ich will ja auch mal ein bisschen sich umschauen, ne? Wird ja auch noch gebaut. Also wird viel gebaut, habe ich das Gefühl. Oh, ach, hier kommt man nicht wieder rauf, verdammt. Nee. Wir sind ja nicht in England. Ganz vergessen. Ich glaube, ich soll da nicht so viel rumlaufen. Dadurch verlieren wir zu viel Zeit. Nächster Halt ist dann Jesnitz. Fahren so langsam in der Nacht hinein. Zumindest wird es dunkler. Ich frage mich gerade, ich versuche gerade herauszufinden, was für eine Zeit das ist. Ich würde sagen Frühling vielleicht. Weil ich würde sagen, für den Sommer ist es schon zu dunkel. Warte, wenn man es nur von der Seite betrachtet. Es war auch bewölkt und so weiter, aber. Was auch immer. Teilweise sogar noch ein bisschen zu stark gebremst, aber da kommen wir wieder rein. Ins Bremsen. Interessant, also hier war ich echt noch gar nicht in Jesnitz. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Kommt der Name überhaupt nicht bekannt vor und auch irgendwie die Umgebung kein bisschen. Die Umgebung ist dann ja doch schon individuell. Oh, 3, 2, ah, okay, Punktlandung. Deswegen schaue ich mich einfach mal hier um, weil das sieht doch schon interessant aus.
Geh jetzt doch die. Oh, sag mir nicht, jetzt. Sag halt kurz, ob ich festklebe. So, Türen schließen. Und weiter geht's nach Ragoon. Auch nie gehört. Was dann, glaube ich, schon sehr zu sagen, dass ich hier echt auf manch war. Eventuell überraschenderweise. Ich habe mich noch gar nicht genau mit der Streckenführung so richtig beschäftigt. Ob es irgendwie Variationen und so weiter gibt. Alle Fälle ziemlich bebaut hier aktuell. Um es mal so vorsichtig zu formulieren. Zeitlich locker. Also auch wenn ich wirklich so längere Zeit am Bahnhof stand, als ich die Türen irgendwie entriegelt hatte, verriegelt hatte, obwohl sie entriegelt waren, war noch 160 Kilometer gefahren. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, grünes Signal. Wir müssen aber halten. Deswegen können wir da eigentlich schon fast drauf ignorieren. Also irgendwie zeitlich kann man ganz gemütlich in Bahn Bahnsteig auf, in Bahnhof reinrollen, ohne dass man irgendwie drauf Gefahr läuft, irgendwie Zeit zu verlieren. Was ich echt interessant finde. Also ich hätte gedacht, dass ich schon ein bisschen Zeit drauf habe. So ein kleiner Bahnsteig. Da fehlt irgendwie ein bisschen Dach, habe ich das Gefühl. Und vielleicht auch ein bisschen Haus. Oder es kommt mir nur so vor. Und ouch, was gibt's hier zu sehen? Nicht viel mehr. Also ist das offen, ist das jetzt der Bahnhof? Wahrscheinlich auch so. So, wir müssen warten bis halb. Aber das ist nicht wirklich viel. Moment, Helligkeit. So, gut, nächster Halt, Marke. Rast. Okay. Deswegen fehlt mir hier noch wirklich so ein bisschen der Da ist noch der Fahrplan. Fände ich schon cool, wenn man auch dran dort noch den Fahrplan sehen würde. Vielleicht kommt was ja noch. Oder nicht.
Wir werden es vielleicht erfahren. Irgendwann. Aber auch nur vielleicht. Zumindest ist der Fahrplan gültig. Ist ja schon mal gut, dass der nicht existierende Fahrplan gültig ist. Das war der nicht angezeigte Fahrplan, dass er gültig ist. Der Fahrplan existiert ja, er kann man noch keinen wirklichen Zugriff auf den. Abgesehen von dem, von der Information oben auf unsere, auf unser nächstes Ziel. Weiß ich zumindest schon mal, dass ich jetzt darauf achten muss, dass die Türen noch wirklich zu sind. Ich glaube, wir da nicht wegkommen. Dass er nicht nur den Trick 17 von Lavon beachten muss. Okay, schaffen wir noch. Davor zu halten. Also, wir sind eins und haben es geschafft. Eine Situation nicht gut gehalten. Schon noch keine Bahn oder Steig. Entweder Asphalt oder Kies. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Also, sie können da gerne stehen bleiben oder sie können auch einsteigen. Also, habe ich kein Problem mit. Ich nehme sie gerne mit. Türen verriegeln und einen halben Minute warten. Einfach mal alles drücken, mal gucken, was passiert. Ab Kilometer 43,200 Kilometer verschwunden. Ja gut. Aber wir halten erstmal in Dessau Süd, würde ich sagen. Und da können wir zumindest noch mal ein bisschen Tempo fahren. Es sei denn, da kommt noch eine Tempobeschränkung. Vielleicht dürfen wir auch 160 fahren, das könnte natürlich auch sein. Wir werden es bald erfahren. Wir haben auf alle Fälle 4 Minuten Zeit, um in Dessau Süd anzukommen. Was locker machbar ist. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwie schon mal das jetzt hier bei diesem DLC, ob ich da irgendwie Probleme hatte. Was die Zeit betrifft. Ich glaube nicht. Mal gucken, 30% Leistung ist immer noch zu viel. Nehmen wir 26% Leistung. Ist immer noch zu viel, dann nehmen wir 17% Leistung. Nehmen wir 19% Leistung, mal gucken. Also Leistung ist immer noch zu viel. Dann nehmen wir erstmal den Stuhl ein bisschen raus und gehen ja wieder gleich auf 17 oder so. Mal schauen. Es klingt vom Geräusch her gleich bleiben. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Gar nicht bergauf, einfach schnurgerade geradeaus.
Kilometer nur noch. Gute Zeit. Wie schön durch den Wald zu fahren. Wieder ein bisschen an Geschwindigkeit auf. Interessanterweise. Er scheint bergab zu gehen. Dann lassen wir uns mal jetzt schon so ein bisschen wieder runterrollen. Das sehe ich ihn schon. Ich glaube, so in ganz weiter Ferne kann man den zumindest schon mehr erahnen. In 3,9 Kilometern gelbes Signal. Das könnte vielleicht auch liegen, weil wir dann gleich fast so schwer am Ziel sind. Unserer aktuellen heutigen Tour. Schaffe ich das noch? Ja, okay. Ich habe gerade kurz befürchtet, dass ich ein bisschen zu schnell in den Süd reingefahren bin, aber easy going. Ich frage mich gerade, ob der Great Western Express, ob das Add-on, ob das DLC das einzige bis jetzt ist, bei dem man sowohl Personenzug als auch Güterzug fahren kann. Also jetzt von der Theorie sage ich erstmal. Wäre es ja theoretisch gesehen möglich, dass man auch einen Personenzug in oh, ich komme nicht drauf. Am Heavy Hold DLC fährt. Hieß das so? Ich weiß es gar nicht mehr. Zumindest kann man hier auch umstellen von Güterzug auf Personenzug. Beziehungsweise es gibt bei die Möglichkeit, dass man auch, weil es einschaltet, dass man ein Personenzug ist. So, nächster Halt in Dessau Hauptbahnhof. Ich dachte, dass man, falls es Dessau Nord gibt, dass man Dessau Nord hält. Prozent, es geht geradeaus. Keine Steigung, kein Gefälle. Beziehungsweise keine Steigung, weder im positiven noch im negativen Sinne. Schön ruhig. Ist das schon der letzte Halt? Wir werden es sehen. In einem Kilometer werden wir es sehen. Scheint mir zumindest in der Art der Fall zu sein, da wir zumindest das Gleis wechseln.
Endhaltestelle. Alles. Oh, diesmal auf der linken Seite. Ich glaube, wahrscheinlich muss man wieder irgendwo hinrennen. Also können wir uns ja noch mal kurz hier ein bisschen umschauen. Vielleicht liegt hier ja was. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man kann nur gucken. Und wenn, dann müssen wir eh hier hin, wo ich gerade bin. Von daher passt das hier. Oh, eine Steckkarte. Wo auch immer die war. Psst, 43 warten, alles klar. Man hier auch irgendwie wieder über diesen Knopf raus? Wahrscheinlich nicht. Nee, da muss man den drücken. Und Ende. So schön. Schön. Ich war auch schon längst Level 13. Hä? Ich verstehe es nicht. Bin ich nicht sogar schon Level 14? Das verwirrt mich jetzt echt. Was habe ich jetzt gedrückt? Ich habe mich wahrscheinlich wieder verdrückt, verdammt. Ich wollte doch eigentlich nur ein kleines Preview geben. Ja, schon fast geschaltet und beim nächsten Mal werden wir dann das Szenario Leipziger machen. Also von einem Zug von Delitzsch durch Leipzig und Incendiary Tunnel bis zur südlichen Endstation in Markleberg-Garschwitz. Was wir jetzt beim nächsten Mal heißt, sind nur noch zwei Sachen. Einmal Leipzig und einmal die Stadtrundfahrt. Ja. So sieht es aus. Das heißt, okay, ich bin Level 14, schon alles klar. Heißt noch zwei Szenarien und dann war es das auch erstmal mit Rapid Transit. Und das andere hieß tatsächlich C6 Heavy Hole. Da gibt es ja auch noch einiges. Also ich bin Francesco vom Kanal. Das ist ein Spinner, macht's gut und bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs dabei sein. Tschüss. Take a body's high.